Nachtbrenner, Hörspiel von Myra Chakan. Mars ist ein lebensfeindlicher Ort, sagen sie. Auf der Nachtseite scheint der Winter nie zu enden. Und wage es bloß nicht, in die Sonne zu gehen. Sie senkt dich einfach weg. Menschen haben dort nichts verloren. Gleich zeigen sie uns bestimmt wieder diesen blöden Propagandafilm. Hämmern uns die gleichen hohlen Phrasen in die Köpfe. Doch selbst wenn ich es noch tausendmal hören muss, die Vorstellung, dass wir gegen Weltraummonster Krieg führen, ist einfach zu verrückt. Blauköpfe, so nennen wir die Aliens. Aber wie sie wirklich aussehen, kann keiner sagen. Was ich damit zu schaffen habe? Ich gehöre zu der tapferen vordersten Front, die die Menschheit gegen außerirdische Invasion vom Mars verteidigen soll. Ich bin ein Rekrut der ATA, der Allgemeinen Terranischen Armee. Begrüßen wir gemeinsam unsere neuen Kämpfer. Hier bin ich dir zum ersten Mal begegnet. Lieutenant Duval hat ihre Willkommensrede gehalten und du? Du hast mich einfach angequatscht. Sie alle wissen, warum sie hier sind. Klar doch, weil ihr uns zwangsrekrutiert habt. Was sonst? Bist du etwa keine von den Freiwilligen? Die haben mich kalt erwischt. Scheiß ATA. Seit 5 Jahren befinden wir uns im Krieg gegen eine unbekannte außerirdische Macht, die auf Mars ihre Basis eingerichtet hat und von dort aus unsere Heimat angreift. Im Laufe der vergangenen Jahre ist es uns mehrfach erfolgreich gelungen, den Feind zurückzuschlagen. Dies verdanken wir nicht zuletzt dem unermüdlichen Einsatz unserer tapferen Kämpfer in den Gefechtseinheiten, hier und auf den anderen Orbitalstationen. Doch unsere Aufgabe ist noch nicht beendet. Deshalb sind Sie hier, auf Orbitalbasis 7. Ich komme aus Cape Con. Und du, Kuru? Sie alle haben ein erfolgreiches Training in den Simulatoren absolviert und sind bereit, die Allianz der Freien gegen die Aggressoren zu verteidigen. Wie lange bist du schon hier? Gerade eingetroffen. Und du? Seit ein paar Wochen, glaube ich. Die haben hier ihre eigene Zeit. Was soll das heißen? Naja, du weißt schon, 6 Stunden Training, 6 Stunden Kampfbereitschaft, 6 Stunden Wartungsarbeiten und dann 6 Stunden Freischicht. Sergeant Harare wird Sie jetzt Ihren Gruppen zuweisen. Danach haben Sie 30 Minuten Zeit für die Einquartierung. 16 Uhr erfolgt die Einweisung an den Gefechtseinheiten und 16.30 Uhr folgt der Stationsdurchgang mit anschließender Notfallübung in den Anzügen. Notfallübung in den Anzügen? Was für ein Witz. Als ob wir bei kompletten Druckabfall auch nur den Hauch einer Überlebenschance hätten. Ist das denn schon mal vorgekommen? Hier nicht. Angeblich hat es vor 4 Monaten Station 5 erwischt. Soll einen direkten Treffer der Blauköpfe abgekriegt haben. Gruppe 7, Sektor Blau. Ja, aber dann... Nicht so laut. Sonst kriegt Duval dich noch auf ihr Radar. Diedrichs, Sandra. Flanagan, Sheila. Wie heißt du? Friedrich, Martinez. Anne. Roxy, Martinez. Und du? Alma. O'Shea. Hansen, Brigitte. Und dein Vorname? Gruppe einfach 8, nur Sektor Grün. O'Shea, okay? Okay. Ingersoll, Ellie. Gruppe 9, Sektor Blau. Nunez, Carmelita. O'Shea. Hey, das bist du. O'Shea. Du kannst froh sein, dass du nicht wie die meisten Neuzugänge im äußeren Ring untergebracht bist. Warum? Paretti, Luisa. Null Schwerkraft und dazu das Rumpeln der Umwälzpumpen. Kaufmann. Und wenn du glaubst, dass du dich daran gewöhnen kannst, ist da das ständige Jammern und Flennen der anderen Rekruten. Und irgendwann bist du so weit, dass du nur noch deinen Kopf gegen die Wand schlagen willst. Doch dann fällt dir ein, dass die Außenhülle nicht besonders dick ist und draußen das Vakuum auf dich wartet. So ist das im äußeren Ring. Komm, ich zeig dir den Schlafsaal und das andere Zeugs. Wir können hier einfach so abhauen? Du kannst auch sitzen bleiben, wenn du dir das antun willst. Hast recht. Gehen Sie. Nie vergessen wir die Namen unserer Helden. Irina Yermakova, Captain. Lee Santini, Navigator. Shen Yu, Wissenschaftler.
Wissenschaftsoffizier, Sabrina L. Meyer, Arzt und Anna Odell, Bordtechniker. Fünf Frauen, unsere Töchter, Mütter, Schwestern, sie griffen nach den Sternen und als sie sie bereits in den Händen hielten, trafen sie auf einen gnadenlosen Feind. Einen Feind, dessen Ziel die Auslöschung unserer Zivilisation war. Sechs Jahre ist es jetzt her, dass die Allianz der Freien Länder die fünf Frauen auf die Mars-1-Mission schickte. Wie habe ich sie beneidet? Ich konnte es gar nicht erwarten, mich für die neuen Orbitalkolonien zu bewerben. Das war lange bevor die ATA alle Raumstationen übernahm. Damals haben sie mich abgelehnt, nicht raumtauglich, sagten sie. Doch als die Offensive der Weltraummonster in die nächste Runde ging, zogen sie meine Akte. Vielleicht, weil ich im Nullgraf-Simulator nicht gleich das Kotzen gekriegt habe. Wer kann schon sagen, was in den Köpfen der ATA vorgeht? Raus da! Hey, das ist meine Kohle. Beweg deinen Hintern. Bitte auch. Schon gut, mach nicht so einen Aufstand. Tussi. Wie war das gerade? Kannst du mich nicht doppelt Tussi? Weißt du, wen du vor dir hast, du blöde Sau? Geh raus da aus der Kohle. Das ist meine Kohle. Du machst immer dasselbe. Raus da! Ich hab gesagt, beweg deinen Hintern aus meiner Koje raus. Kannst mich mal. Ich kann dich. Weißt du was, ich scheuer dir gleich eine. Wie ist sie denn so, dieser Lieutenant? Tyval, die ist knallhart. Wenn du missbaust, steckt sie dich gleich für eine Extrarunde in den Sarg. Sarg? Naja, du weißt schon, die Gefechtseinheit. Vorsehen musst du dich aber vor Halloran. Die ist hier die Streberschlampe. Hab gehört, dass sie jetzt 4 Monate hier ist und alles, was sie bisher getan hat, ist, sich einzuschmeicheln und mit dem Chor rumzumachen. Ja. Keine Ahnung, wie sie das angestellt hat, aber die war noch nie im Kampfmodus, das Miststück. Morgen soll ich zum ersten Mal rein. Nur eine Trainingsrunde, hat Harare gesagt. Na, die kann mir viel erzählen. Jetzt sag schon, warum sag? So nennen sie hier oben die Gefechtseinheiten. Ich hab gehört, im Kampf können dir die Dinger glatt das Hirn grillen. Scheiße. Das würden die natürlich nie zugeben. Aber wenn du zu lange oder zu oft im Kampfmodus bist, ist es aus. Und dann kommst du als sabberndes Gemüse raus. Warum schaffen die sonst andauernd Frischfleisch zur Station hoch? Seit die Blauköpfe auf Solis Planum einen zweiten Brückenkopf errichtet haben, sind die Särge im Dauerbetrieb. Scheiße. Und was erzählt man sich bei der Allianz so darüber? Glaubst du, wir erfahren, was da wirklich läuft? Ich habe gehört, dass die Blauköpfe bei der letzten Offensive einige der größeren Städte erwischt haben sollen. Und weißt du, ob Buenos Aires darunter war? Kommst du von dort? Hm. Nein, die Angriffsziele sollen alle auf der nördlichen Halbkugel gewesen sein. Und der Heilige Staatenbund? Die halten sich angeblich immer noch raus. Sie behaupten, dass sie noch nie angegriffen wurden. Wer es glaubt. Hast du keine Angst? Vor meinem Einsatz? Pff, klar doch, was glaubst du denn? Aber einfach von hier verschwinden kann ich ja wohl auch nicht, oder? Das haben schon andere versucht. Ja, aber wie? Die Luftschleuse auf und das war's dann. Ist eigentlich ganz einfach, wenn man den Überbrückungscode kennt. Mhm. Los, komm jetzt. Du musst zur Einweisung. Genau, sicher. Wenn wir noch weiter absinken, dann wird's richtig übel. Und genau das passiert, wenn wir den Orbit-Rebus nicht bald machen. Ja, dann mach eben nochmal Meldung. Dann will ich dir 10-mal eine Meldung auf den Tisch knallen. Das dumme Weib will's einfach nicht kapieren. Die weiß doch nicht mal, wie man Umlaufbahn buchstabiert. Für eine ATA-Apparatschik ist überall ganz in Ordnung. Wer waren die denn? Die gehören zum Chor. Zum Chor? Die Astronauten, die nennen sich so, das Chor. Wusstest du nicht, dass sie auf der Station sind? Mm-mm. Ich dachte, auf der Station gibt es keine Männer. 1, 2, 3, 4 und links. 2, 3, 4, 5, 6. So, da sind wir. Das ist ein ziemlich zynischer Verein, das kann ich dir sagen. Stecken immer zusammen. Mit uns Rekruten reden die schon gar nicht. Und wenn schon. Außer mit ihren Groupies. Vielleicht. Schnauze, Martinez! Als ob die mir was zu sagen hätte. Ich gehe dann mal. Hab mich für eine extra Trainingsrunde eintragen lassen. Ich will's den verdammten Blauköpfen nicht so leicht machen. Wir sehen uns nachher, O'Shea. Okay. Ich muss dir noch was sagen. Aber nicht hier. Hast du es auch gehört, die Sache mit...
Versteck die bloß. Keine Ahnung. Vielleicht auf der Krankenstation. Weg da! Mach mal Platz. Was soll denn das? Das ist Roxy Spind. Rekrut Martinez wurde versetzt. So nennt man das jetzt. Verdammt. Was soll das heißen, versetzt? Nimm verdammt noch mal deine Finger von ihren Sachen. Komm mir nicht in die Quere, sonst mache ich Meldung. Sag mir sofort, wo Roxy ist. Mach nicht so eine Welle. Ich befolge nur Anordnung. Es kümmert mich deine komische Freundin. Ha! Mach keine Erbau, Shay. Ich hab alle extra sich bewegen hier. Hör doch auf. Die Schlampe ist doch nicht wert. Wenn du Meldung machst, brauchst du dich hier nicht wieder blicken lassen, Halloran. Danke. Bah. Glaubst du etwa, das habe ich für dich getan? Du musst noch viel lernen. Und was deine Freundin angeht, die siehst du nie wieder. Was? Die ist nicht mehr auf der Station. Ich habe vorhin gesehen, wie sie den Bodybag zur Schleuse gebracht haben. Was für ein Bodybag? Hey, die Decke will ich haben! Ich bin jetzt seit 5 oder 6 Tagen auf der Orbitalbasis 7. Und ich habe einiges gelernt. Auch über mich. Heute steht ein Außeneinsatz auf dem Plan. Einige Sensoren sind ausgefallen und seitdem spielen ein paar Anzeigen verrückt. Duval sagt, wir sollen überprüfen, ob irgendwas die Hülle getroffen hat. 2 vom Corps sollen uns beim EVA überwachen. Los, los! Helm schließen und vorwärts, Rekrut! Ja, Ma'am. Helmfunk an, Rekrut! Bin bereit, Ma'am. Commander Young ist bereits draußen. Er wird sich zu Ihrem Arbeitseinsatz einteilen. Haben Sie verstanden? Ja, Ma'am. Bauen Sie da draußen keinen Scheiß. Im Weltraum gibt es keine zweite Chance. Halloran hat die Beförderung zum Gefreiten gekriegt. Ist das zu glauben? Und ausgerechnet ich wurde ihrem Team zugeteilt. Die sollen mir nur nicht in die Quere kommen. Ich traue dem Miststück nicht. Draußen im Vakuum auf jemanden angewiesen zu sein, dem man nicht trauen kann, ist ein verdammt mieses Gefühl. Ich wünschte, du wärst jetzt hier. Los, bereit machen, Rekrut. Bin bereit, Ma'am. Ich bin jetzt draußen. Sie müssen den Haltegriff loslassen, Rekrut. Was? Wo? Hier oben. Lassen Sie los und zünden Sie Ihr Raketenpack. Verstanden. Genau. So ist richtig. Ihr Arbeitsbereich ist das Solarpaddel oberhalb Ihres Standortes. Ich sehe es. Überprüfen Sie in diesem Sektor den Hitzeschild. Verstanden. Ich bin jetzt unterhalb des Paddels. Negativ, Halloran, das ist nicht dein Sektor. Verstehe. Ich erreiche jetzt meinen Sektor. Verdammt! Verschwinde da sofort! Ich verstehe nicht. Bitte wiederholen Sie. Rekrut, sofort Ausweichmanöver einleiten. Was? Hilfe! Etwas hat mich... Mich hat etwas gerannt! Pass doch auf, du blödes Stück! Ich... Anzug... Defekt! Was? Verdammt! Komm mir nur nicht unter die Augen, Halloran! Ich mach dich kalt, du Dreckstück! Ich treibe ab! Hört mich jemand? Hilfe! Hör auf zu zappeln! Ich hab dir eine Schleppleine rüber, ja. Verstanden? Ich meine, verstanden, Sir! Beeil dich besser, die Schlampe hat meinen Anzug beschädigt, glaube ich! Die Schlampe ist tot! Pass es auf, hier kommt die Leine! Verstanden! Hab sie! Und jetzt? Oh Gott, hier flackert alles! Ich meine, meine Anzeigen! Ich... Keine Panik! Du machst alles richtig! Siehst du den großen Haken? Den klingst du an deinem Werkzeuggürtel? Hab ich! Okay, ich zieh dich jetzt rein. Lass aber um Himmels Willen die Finger vom Raketenteich, verstanden? Alles klar! Ich bin soweit! Du kannst den Helm jetzt abnehmen. Verstanden. Hey, hey, hey.
Komm runter, Rekrut. Wenn du weiter so schnaufst, kippst du gleich um. Wie geht's gut? Ja, schon klar, O'Shea. Ich kann's deutlich hören. Hör zu, Mann, ich will nicht undankbar rüberkommen. Es war schon gut, dass du da draußen in der Nähe warst und so. Und so? Naja, ich meine, immerhin hast du mir gerade das Leben gerettet oder so. Wenn du also in Fleisch bezahlt werden willst, dann bringen wir es am besten in meiner nächsten Freischicht hinter uns, okay? Starke Ansprache, O'Shea. Ich bin wirklich beeindruckt. Jetzt wundert es mich nicht mehr, dass ihr euch Frauen die Raumfahrt überlassen haben. Ihr habt's wirklich drauf. In jeder Beziehung. Ich hab's eben erfahren. Bist du okay, Mann? Ja, ja, alles bestens. Das Küken hier hätte es fast auch noch erwischt. Ein neues Groupie? Rekrut O'Shea ist kein Groupie. Sie ist Geschäftsfrau. Allerdings keine besonders gute. Sie verkauft ihre Ware viel zu billig. Tatsächlich? Komm, gehen wir. Was? Scheiße, hey! Du kannst jetzt nicht einfach verschwinden! Und ob? Was geht hier vor? Oh, ich hab sie nicht gesehen, Commander Young. Macht diese Rekrut Probleme? Keine Probleme, Lieutenant. Rekrut O'Shea, warum hast du unerlaubt deinen Posten verlassen? Aber der Unfall. Wissen Sie denn nicht? Halloran... Und? Bist du verletzt? Nein, ich glaube nicht. Das dachte ich mir. Verletzt im Vakuum gibt es nicht. Nur tot. Melde dich sofort bei Harare und lass dich für eine Extraschicht im Simulator eintragen. Ja, Madame, aber... Worauf wartest du noch? Verschwinde hier, Rekrut. Du blockierst die Schleuse. Ja, Madame. Tut mir leid, Madame. Oh, tut mir leid, Madame. Ich... Sofort. Wird's bald. Wegtreten, Rekrut. Hat es Halloran wirklich da draußen erwischt? Hey, bleib doch stehen! Lass sie doch. Sie ist auch beinahe draufgegangen. Na und? Ich war unter den Ersten, die sie zwangseingezogen haben. Offiziell heißen wir immer noch Freiwillige. Das lässt sich in den Medien besser verkaufen. Das Essen im Lager war okay. Sie gaben uns eine Uniform und einen Platz zum Schlafen. Deshalb gingen wir ohne groß zu fragen in die Gefechtseinheiten und ließen uns das Hirn verdrehen. Einige aus meiner Gruppe schafften nicht mal die Grundausbildung. Natürlich haben sie auch dafür eine Erklärung. Simulatorkrankheit, geringe Stressakzeptanz und so weiter. Du kennst ihre Sprüche. Wenn du mich fragst, sind diese Drogen zur Verbesserung der Reaktionszeit schuld. Ich habe keine nahen Verwandten mehr. Weder auf der Erde noch in den Kolonien. Wahrscheinlich ist auch das ein Teil ihres Planes. Keiner vermisst dich, keiner stellt Fragen. Wird auch langsam Zeit, Rekrut. O'Shea. Wenn du für einen Einsatz eingeteilt bist, hast du dich ohne Umwege zu melden. Ist das klar? Ja, Ma'am. Deine heutige Trainingseinheit beträgt 20 Minuten, Rekrut. Verstanden. Sobald du online bist, vergisst du, dass das alles nur eine weitere elende Trainingsrunde ist. Der Schweiß läuft dir in die Augen und dein Herz schlägt wie verrückt. Du kriegst keine Luft mehr und die ganze Sache wird ein Ding auf Leben und Tod. Erst wenn du wieder draußen bist, wird dir klar, dass das alles nur eine Simulation war. Dass sie mit Geräuschen deine Herzfrequenz erhöhen und dich unter Stress setzen. Das weißt du alles. Trotzdem braucht dein Körper Stunden, bis er wieder runterfährt. Und wenn du dann wirklich im Kampfmodus bist, ist dein gesamtes Nervensystem von den Drogen so hochgefahren, dass es einfach durchknallt, wenn du zu lange online bist. Dein heutiges Gefechtsgerät ist der Krake. Spezifikationen werden eingespielt. Bestätige Eingang der Spezifikationen. Wo ist mein Einsatzgebiet, Sergeant? Diese Information liegt mir nicht vor. Ist ja ganz großartig. Zuerst hat es keiner geglaubt. Ich meine, die können uns schließlich viel erzählen. Ein Angriff von Aliens auf unsere Mars 1 Crew? Also wirklich. Noch 60 Sekunden, Rekrut. Bereithalten. Bestätige, noch 60 Sekunden. Als dann aber die ersten Bomben auf unsere Städte fielen, war dieser Krieg plötzlich echt. Und jetzt bin ich hier, 350 Kilometer über der Erde, und kämpfe in einem Krieg, der tatsächlich auf einem anderen Planeten stattfindet.
Gleich rast wieder die Mars Simscape unter mir vorbei. Und ich fege durch die zerklüfteten Täler und Canyons des Tarsis-Gebirgszuges. Ich frage mich, wie es wäre, den roten Sand unter schweren Raumstiefeln knirschen zu hören, gegen den Sturm zu laufen. Ob die Crew der Mars-Mission das noch erlebt hat, bevor die verdammten Blauköpfe sie umbrachten? Rekrut, Ihr Einsatzgebiet ist Tarsis. Koordinaten Alpha, Alpha, Süd bei Südwest. Bestätige. Tarsis, Alpha, Alpha, Süd bei Südwest. Kurskorrektur. Ja, schon gut. Korrigiere um 3,1 Grad. Leitstelle, wie weit noch bis Alpha, Alpha, Süd bei Südwest? Was? Leitstelle, wiederhole. Neues Ziel. Solis Planung. Verstanden. Solis Planung. Erbitte Koordinaten. Koordinaten nicht verfügbar. Scheiße, was soll das heißen? Sie befinden sich im Anflug auf Zielobjekt. Ich kann das Ziel nicht sehen. Verdammter Sandsturm. Leitstelle melden. Auf Angriffsmodus gehen. Was? Ich kann nichts erkennen. Auf Angriffsmodus gehen. Verstanden. Gehe auf Angriffsmodus. Ich glaube, ich sehe das Ziel. Ziel erfasst. Du kommst zu flach rein, Rekrut. Verstanden, Leitstelle. Ich korrigiere. Negativ, Rekrut. Abdrehen. Augenblickloch. Ich hab's gleich. Einen Scheiß hast du. Sofort abdrehen. Abbruch. Verdammt, O'Shea. Wach auf da drin. Ich bin wach. Was ist passiert? Du bist abgeschmiert. Verdammt, wie oft muss ich es noch sagen? Du sollst nicht zu flach in den Angriffsmodus gehen. Ja, aber das Scheißprogramm hat plötzlich meinen Einsatzort geändert und mir keine neuen Koordinaten gegeben. Und dann haben die Anzeigen plötzlich verrückt gespielt. Ja, klar doch. Die Anzeigen waren schuld. Das gibt ein paar fette Minuspunkte extra, Rekrut. Wenn ich's recht bedenke, bist du tot. Tot, tot! Gib mir noch eine Chance. Wenn Duval meine Statistik sieht, dann bin ich dran. Verschwinde! Soweit kommt's noch, dass ich für einen verpennten Rekruten eine Extraschicht schiebe. Bitte. Deine Ferien sind vorbei. Wird Zeit für einen richtigen Einsatz. So bald? Aber ich dachte... Klar. Du dachtest, weil du hier Mist baust, kriegst du von mir eine Schonfrist verpasst, hm? Na, träum mal schön weiter. Nach der nächsten Freischicht meldest du dich zum Kampfeinsatz auf Solis Planum, Rekrut. Aber ich... Vielleicht... War... Spuck's schon aus, Rekrut. Stiehl mir nicht die Zeit. Die Anzeige eben. Ich meine, die Gefechtseinheit soll doch einen Kampfeinsatz in Echtzeitbedingungen simulieren, oder? Und? Wir kämpfen doch nicht nur im Raum gegen diese Blauköpfe, sondern auch auf Mars, oder? Hast du bei deiner Einweisung auch gepennt? Nein, Ma'am. Aber wenn hier auf der Station die Leitstelle ist, dauert es dann nicht viel zu lange, bis meine Kurskorrekturen bei der Kampfmaschine ankommen? Was erwartest du denn? Deine Reaktionszeit liegt weit unter dem Durchschnitt, Rekrut. Bei allem Respekt, Sergeant. Ich habe gehört, dass ein Signal von der Orbitalstation zum Mars fast eine halbe Stunde braucht. Und da dachte ich... So. Du denkst also. Abtreten, Rekrut. Ich glaube, Station 7 ist schon immer eine Militärbasis gewesen. Nichts deutet darauf hin, dass hier einmal Kolonisten gelebt haben oder Wissenschaftsastronauten mit ihren Familien, Künstler und reiche Abenteurer. Aber vielleicht haben sie ja auch alle Spuren beseitigt, bevor sie uns hochgeschafft haben. Zu viel zur friedlichen Nutzung des Weltraums. Scheiß drauf, solange das Bier schmeckt. Und es sieht so aus, als hat es jetzt Halloran erwischt. Das ist kein Verlust. Wie ist das passiert? Sie hat wohl die Orientierung verloren. Eine verdammte Schande, die untrainierten Rekruten auf EVAs zu schicken. Ist doch egal, solange sie genug Frischfleisch von der Erde hochschicken. Ich hab gehört, ihnen fehlt Treibstoff für den Rebus. Das Versorgungsshuttle ist überfällig. Nicht mehr lange und die Station zerschellt. Es wird Zeit, dass wir... Leiser, Mann. Sie reden über Halloran. Die ist jetzt Weltraumschrott. So zu sterben hat nicht mal dieses Drecksstück verdient. Das hätte es mich auch erwischt. Dieser Commander da hat mich reingebracht. Bist du ihm eigentlich mal begegnet? Blöde Frage. Natürlich. Warst ja lange genug auf der Station.
Seine Augen haben die Farbe von Titan. Weltraummetall. Ich wette, wenn er wütend ist, werden sie ganz schwarz. Oh, ich habe mich voll zur Idiotin gemacht. In Fleisch bezahlen. Blöder geht's kaum. Selbst so eine taffe Geschäftsfrau wie du sollte heute nicht allein sein, O'Shea. Ich meine, Verzeihung, ja, Sir? Nein, Sir. Hey, Commander, wo bleibt unser Bier? Genau, wir sind durstig. Könnt ihr nicht sehen, dass ich gerade beschäftigt bin? Sieht so aus, als wollten dich meine Freunde kennenlernen. Also, nimm dein Bier und komm mit rüber, Küken. Er tut, als wären wir die besten Freunde. Gleichgestellt. Macht das der Weltraum? Ich da draußen und er, der mich... Ich kann die Augen nicht von ihm lassen. Darf ich vorstellen, Andrei Andreevich, Wissenschaftskosmonaut. Dieter und mich kennst du ja schon. Hallo. Kirin ist einfach zu bescheiden. Unser berühmter Mission Mars Commander. Du bist das? Ich dachte, dass... Kleiner Anfall von Heldenverehrung, Rekrut. Ja, unser Commander hat seit jeher einen Schlag bei den Frauen. Lass gut sein. Sie steht für morgen auf der Liste. Woher weißt du das? Nichts passiert auf Station 7, ohne dass der Commander davon erfährt. Es ist eine verdammte Schande. Sie werden immer jünger und sterben immer schneller. Und es nimmt einfach kein Ende. Genau wie dein Gejammer, Andrei Andreevich. Hier, trink noch einen. Endlich mal ein guter Vorschlag. Na zdrowie, Navigator. Willst du hierbleiben? Willst du gehen? Ja, mit dir. Er kann mich nicht leiden. Wer? Dieter? Mhm. Er passt nur auf mich auf. Wir sind die Letzten. Die Letzten von was? Unserer Crew. Mission Mars. Und die anderen sind alle fort? Unser Bordarzt und der Exobiologe sind durch die Luftschleuse gegangen. Beide haben bei der ersten Angriffswelle ihre Familien verloren. Mhm. Meinen Navigator und den zweiten Boarding hat's bei dem Versuch erwischt, zur 3 rüberzusetzen. Scheiße. Sie hatten die Bahn falsch berechnet. Und als sie es bemerkten, war es zu spät, umzukehren. Die 3? Station 3. Ah. Die umkreist die Erde auf ähnlicher Höhe wie die 7, hat aber eine andere Bahnneigung. Das verstehe ich nicht. Die Bahn dieser Station ist direkt über dem Äquator und ihre Neigung ist sehr gering. Deshalb sehen wir nur einen kleinen Teil der Erdoberfläche. Keine Heimat, keine zerbombten Städte. Aha. Vor einigen Wochen hat dann unser Frachtspezialist auf einem EVA seinen Raketenpack gezündet. Über 5 Jahre in diesem fliegenden Sarg eingesperrt zu sein, da kommt man schon auf seltsame Gedanken. Das hält nicht jeder aus. Aber du, bist noch hier. Ja. Komm, hier rein. Ja. Er zieht mich in einen Wartungsraum. Hier. Defekte Raumanzüge, stört uns keiner. Leere Lufttanks und anderes Gerümpel. Das ist sein Rückzugsort. Und für den Rest meiner Freischicht gehört er uns beiden. Ich frage nicht, ob er alle seine Frauen hierher bringt. Egal. Ich will, dass es besonders ist. Aber eine Frage stelle ich doch. Sag mal, warum hast du vorhin gesagt, dass die Station auseinanderfällt? Ich habe immer noch nicht gelernt, meine Klappe zu halten. Mach dir keinen Kopf. Station 7 hält noch ein paar Jahre. Länger als du oder ich hier sein werden. Aber warum dann? Stell nicht so viele Fragen. Führ die Befehle aus und sei ruhig. Dann bleibst du länger am Leben, Küken. So wie du. Ich? Ich lebe schon viel zu lange. Wir alle, das Chor, wir sind ein verdammter Anachronismus. Aber wenigstens haben euch die Blauköpfe nicht umgebracht. Ja. Du glaubst tatsächlich, auf Mars gibt es Aliens? Die darauf gewartet haben, dass da eines fernen Tages eine Landefähre mit 5 Erdfrauen aufsetzt, die sie dann abmurksen? Ja, klar. Du hast wirklich zu viele schlechte Filme gesehen, O'Shea. Oder sollte die Gehirnwäsche der Allianz inzwischen so gut sein? Aber die Bomben aus dem Weltraum, die auf unsere Städte fallen, all die anderen Kampfstationen im Orbit... Ich habe davon gehört.
Das passiert tatsächlich. Ich habe Rekruten getroffen, die ihre Familien verloren haben. Und jetzt sagst du, es gibt keinen Krieg gegen Außerirdische. Gegen wen kämpfen wir dann? Gute Frage. Und in all den Jahren habe ich darauf keine Antwort gefunden. Was ist los? Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Harare gefragt, wie man von dieser Station aus die Kampfroboter auf Mars steuern kann, wenn das Signal bis dahin fast eine halbe Stunde dauert. Verdammt, das war wirklich ein Fehler. Du bist nicht die Erste, die... Roxy! Roxy Martinez, oder? Sie wollte mir noch etwas Wichtiges sagen, kurz bevor sie in den Sarg musste. Sie hat Andrei danach gefragt. Und er ist zu sehr Wissenschaftler, um Märchen zu erzählen. Ich habe sie nie wieder gesehen. Und jetzt bin ich für die Offensive auf Solis Planum eingeteilt. Das ist ein Todeskommando, oder? Kirin. Was wäre, wenn ich einfach abtauche? Die Station ist doch groß, bis die mich finden. Das haben schon andere versucht. Die finden euch überall. Die haben euch schon auf der Erde gechippt, aber vielleicht... Was vielleicht? Du musst vor allem mit den Drogen fertig werden, wenn du im Sarg bist. Hier, nimm die, bevor du reingehst. Was ist das? Beta-Blocker und noch was anderes. Das blockiert den Zugang der Beschleunigerdrogen zu deinem Zentralnervensystem, damit du nicht ausbrennst. Du wirst höllische Schmerzen haben. Aber ich bleibe am Leben. Wahrscheinlich. Geh jetzt. Gleich ist Appell. Sehen wir uns? Nachher, meine ich. Ich bin hier. Blauköpfe. Heute erinnert sich keiner mehr, wie ich auf diesen blöden Namen gekommen ist. Die Allianz verkauft uns böse, hässliche Aliens. Und wir haben's geschluckt. Doch seit ich Kirin getroffen habe, denke ich endlich wieder. Rekrut O'Shea? Wo ist Sergeant Harare? Antworten Sie, Rekrut. Verzeihung, Lieutenant, ich habe Sie nicht erkannt. Rekrut O'Shea meldet sich zum Einsatz. Sie wurden für eine Erkundungsmission eingeteilt. Ma'am? Sie haben doch im Rauper trainiert, oder? Einmal, Ma'am, in Capcom. Verstehe. Ihr Einsatz ist von höchster Wichtigkeit für die Verteidigung unserer Heimat. Der Feind plant eine neue Offensive. Und Ihre Aufgabe ist es, das Gebiet um Mount Olympus auf Anzeichen von Truppenbewegungen zu untersuchen. Mount Olympus, Ma'am? Ich dachte, der zweite Brückenkopf der Blauköpfe ist in Solis Plan. Was haben Sie an Ihrem Marschbefehl nicht verstanden, Rekrut? Begeben Sie sich sofort in die Gefechtseinheit. Ja, Ma'am. Und jetzt bin ich drin. Kampfmodus. Keine Simulation. Ich schwitze und fluche. Meine Füße sind die Raupen, die über Sand und Geröll rollen. Meine linke Hand die Steuerung und meine rechte der Gefechtsturm. Ich bin eine verdammte Kampfmaschine. Ich spüre, wie mein Nervensystem hochfährt, meine Reflexe die Kontrolle übernehmen. Doch alles ist wie in einem Nebel. Das kommt wohl von Kirins Gegengift. Nur die Schmerzen sind messerscharf und schneiden sich ihren Weg durch meinen Körper. Ich möchte schreien, doch die Panik schnürt mir den Hals zu. Ich versuche zu atmen, die Kontrolle zu bekommen. Die Schmerzen bleiben, aber mein Kopf wird klar. Auf einmal sieht die Landschaft um mich herum irgendwie verkehrt aus. Unfertig, an den Rändern grob gepixelt. Wo bin ich? Wieder rollt der Schmerz über mich. Und diesmal schreie ich. Wie lange war sie drin, Lieutenant? Nur 49 Sekunden. Ich dachte, sie hält länger durch. Hey, aufwachen, Rekrut. Los, los, rede mit mir. Das hat keinen Zweck. Aus der kriegen wir nichts raus. Schaff sie zur Krankenstation. Die sind überbelegt. Soll ich es nicht nochmal versuchen, Lieutenant? Die ist hinüber. Schaff sie hier raus. Was? Wer ist das Nächste dran? Hallo? Della Sarah, Becker und Bailey. Commander Young wartet auf Ihre Anweisungen.
Ja, ja, weitermachen, Sergeant. Nein. Au. Als ich langsam zu mir komme, sehe ich Andres Gesicht über mir. Wo ist der Commander? Kirin? Ich muss ihn sprechen. Bleibst du liegen? Lass mich! Dieter, weißt du was? Was hat Duval gesagt? Commander Young ist nicht mehr auf Station 7. Sie haben seinen Spind schon ausgeräumt. Alles ist weg. So, als hätte er niemals existiert. Aber wie? Sie haben ihn mit dem Raketenpack und zwei Schleppschlitten zu Station 5 geschickt. Vorräte und Treibstoff holen. Und dann begannen sie mit der großen Offensive. Seitdem ist die Verbindung abgebrochen. Verdammt, warum fliegt niemand zur Station rüber und holt ihn? Ausgerechnet du sagst uns, was zu tun ist. Lass gut sein, Tavarisch. Komm jetzt. Niemand sucht mich. Niemand vermisst mich. Das Schott schließt sich automatisch hinter mir. Ich höre nur ein Geräusch. Das Rauschen des Blutes in meinen Ohren. Niemand wird da sein. Niemand holt mich mit einer Schleppleine rein, wenn ich versage. Ich stoße mich von dem äußeren Ring ab und trudle ungeschickt davon. Station 7 bleibt unter mir zurück. Gleich zünde ich das Raketenpack. Ich kann Station 5 nicht entdecken. Über mir gleitet die Erde in den Morgen. Und ich sehe, was sie vor uns versteckt haben. Nebel liegt über den Ländern des Heiligen Staatenbundes. Undurchdringlicher schwarzer Nebel. Es ist der Rauch brennender Ölfelder. Marschflugkörper steigen aus der Schwärze, nehmen Ziel auf das Gebiet der Allianz. Plötzlich stoßen Lichtspeere durch die Atmosphäre und zerstören die Raketen. Sie sind die Antwort auf meine Fragen. Denn das ist unser Krieg gegen die Blauköpfe. Wir sind gute Kämpfer. Und vielleicht werden wir sogar siegen. Aber als die Nachtschatten über den Planeten wandern, schießt ein Schwarm zorniger Feuerfliegen aus dem zerstörten Land. Er fliegt weit und brennt seine tödliche Spur in die Dunkelheit des Eis, bis er sein Ziel findet. Station 7. Ich werde nicht mehr sehen, wie die Trümmer in der Atmosphäre verglühen. Es wird sicher ein großartiger Anblick. Roxy, es würde dir gefallen. Nachtbrenner, Hörspiel von Mira Chakan, mit Lisa Wildmann als O'Shea. In weiteren Rollen Isabella Bartdorf, Nadine Kettler, Katharina Kottmeier, Florian von Manteuffel, Sebastian Miro, Kirstin Petri, Eva-Maria Salcher, Alexander Schumacher, Konstanze Weinig, Dolores Winkler und Bijan Samani. Ton und Technik Daniel Sänger und Judith Rübenach, Regie Alexander Schumacher. Redaktion Katrin Zipse.